Schön, dass ihr dabei seid, dabei bei einem meiner Lieblingsweine diesen Jahres. Und zwar trinken wir gleich einen 2019er Lugana vom Weingut Olivini aus der Lombardei. Olivini liegt in Desenzano am südlichen Zipfel des Gardasees und ist spezialisiert auf die Herstellung von Lugana. Lugana ist aber nicht nur eine Rebsorte, sondern auch ein Gebiet. Und zwar ist es so, dass in Italien die wichtigste weiße Traube Trebbiano heißt. Trebbiano wird in ganz Italien angebaut, von Lombardei angefangen bis in die Abruzzen hinein. Und Trebbiano ist eine Rebsorte, die überall anders schmeckt und in der Ecke von Lugana einen besonderen Geschmack hatte. Und zwar ist der südliche Gardasee dadurch klimatisch und auch vom Boden besonders, dass man das milde Seeklima und man hat einen sehr sumpfigen, tonigen, lehmigen, schweren Boden, der dazu geführt hat, dass die Trebbiano, die Lugana immer besonders kräftig und besonders ausdrucksstark waren. Das hat dazu geführt, dass irgendwann Trebbiano die wegfiel und der Wein nur noch Lugana genannt wurde. So, und den probieren wir jetzt. Wenn wir uns den Wein anschauen, die Farbe ist klares Hellgelb, wir haben keinerlei goldene Reflexe, wir haben wenn dann leichte grüne Nuancen, aber von der Farbe insgesamt, von der Intensität, ist er eher hellfarbiger und man lässt, also dadurch, dass der Rand nicht bis zum Glasrand durchgefärbt ist, lässt schon vermuten, dass jetzt eher was Sommerliches, Frisches, Leichtes auf uns zukommt. Die Nase. In der Nase habe ich Frucht. Ich habe aber eher eine grünliche Frucht. Ich habe auch eine ganz, ganz dezente Exotik. Ich habe vielleicht ein bisschen Sternfruchtaromen. Ich habe eine grüne Melone. Ich habe fast ganz leichte Zitrusnoten, aber auch vegetative Noten. Also dezente kräutrige Töne. Aber insgesamt eher eine verhaltenere Nase, also kein Sauvignon Blanc, sondern eher was Zurückhaltendes, Frisches, Elegantes, Facettenreiches. Am Gaumen ist er schön trocken. Ich habe an den Zungenrändern auch leicht die Säure, die ich merke, sehr positiv merke, weil die Säure gibt dem Wein Rückgrat, gibt dem Wein Struktur. Dadurch, dass der Wein jetzt seit 3 Wochen erst bei uns ist, ist die Säure auch eine Eigenschaft, die sich in den nächsten Wochen noch weiter nivelliert, weiter ausgleichen wird, ein bisschen moderater auftreten wird. Aber vor allen Dingen eine Säure, die viel, viel niedriger ist als bei einem Riesling, aber trotzdem so hoch, dass er einen lebendigen, frischen Weißwein ergibt. Vom Essen her kann ich mir bei dem Lugana sehr Unterschiedliches vorstellen. Ich könnte mir Aufschnitt vorstellen, ich könnte mir grüne Oliven vorstellen, ich könnte mir gut vorstellen, in der Region wird sehr viel Polenta gegessen, zum Beispiel eine angebratene Polenta könnte ich mir gut vorstellen, ich könnte mir leichte Fischgerichte gut vorstellen. Also wie ihr seht, ist es ein Weißwein, der für ganz, ganz viel geeignet ist. Für weißen Spargel zum Beispiel eher nicht, dafür für grünen Spargel, also alles Gemüsige, auch eine gegrillte Zucchini oder Paprika wäre toll. Dann würde ich sagen, genießt den Abend mit diesem wunderschönen Weißwein, lasst ihn euch schmecken und bis bald. Tschüss!